Willkommen zu diesem Video. Heute geht es weiter mit der 1355. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir bekommen heute erst einmal zwei polierte Bernsteine. Die nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Und dann können wir hier einmal aufs Kreuz gehen. Haben zwei neue Angebote und auch ein neues Event. Und zwar ist das wieder die VIP-Woche. Da sehen wir schon, als letztes gibt es dann Bernstein. Das ist ganz in Ordnung. Ja, wir sind so ein bisschen jetzt auf der Suche nach Runen im übertragenen Sinn, sage ich mal. Also wir wollen jetzt erstmal wieder mehr Runen sammeln. Und dann können wir eigentlich auch mal wieder schauen, haben wir schon wieder genug Bernstein? Wir haben schon wieder 60 Bernstein, da können wir dann mal auf jeden Fall gucken, ja, wo wir das denn ausgeben wollen, wo es sinnvoll wäre, wo es nicht sinnvoll wäre und so weiter. Jetzt können wir erstmal kurz unsere Fischsammler alle wieder losschicken hier vorne, damit wir unseren Sturmbringer wieder aufs nächste Level machen können. So, hier ist er nämlich schon. Machen wir den mal auf Level 99 und dann gehst du auch schon wieder ins Training und kommst damit auch endlich in die Dreistelligkeit rein. Das ist sehr, sehr schön. Da machst du dann, oder da sammelst du dann auf jeden Fall schon mal richtig gut. Und jetzt ist wieder da. Der war auf einer Eventsuche, hat uns relativ viel Fisch und Holz mitgebracht. Das heißt, ich muss erstmal gucken, dass ich ein bisschen fischlos werde, weil ansonsten unser Lager übervoll ist. Genau das gleiche. Also beziehungsweise bei Holz ist es nicht ganz so extrem, so rum, weil bei Holz haben wir noch ein bisschen Puffer, aber bei Fisch ist es halt, ja, wichtig, dass wir da jetzt erstmal gleich ein bisschen was loswerden. Ich meine, klar, ich sammle gerade was ein, aber wir haben ja auch noch dicken Büffi, der möchte ja auch gefüttert werden. Dann haben wir auch schon genug Platz, damit wir hier einmal ohne Zahn einsammeln können. Let's go. Dann können wir auch ohne Zahn schon wieder losschicken. Oder wir machen ihn aufs nächste Level, aber nein, wir schicken ihn erstmal so wieder los. Ohne Zahn aufs nächste Level ziehen ist ja auch noch so ein Ding. Der muss dann erstmal auf Level 153 und dann ziehen wir den immer höher. Da müssen wir mal schauen. Jetzt können wir erstmal dicken Büffi nochmal füttern. Damit muss der Kollege nur noch zweimal gefüttert werden und dann ist er auf unserem höchsten Level erstmal. Wir können ja heute schon mal schauen. Na nee, heute machen wir das noch nicht. Wir machen das, sobald Kotz und Wirk fertig sind. Wenn Kotz und Wirk fertig sind, dann schauen wir, welche wir hier umbauen. Ich denke mal, Zuckerstreifen wird dann wahrscheinlich rausfallen. Aber mal schauen, das werden wir beobachten. Das werden wir uns raussuchen. Die beiden auf gar keinen Fall. Also die beiden, die ich gerade eingesammelt habe. Die Eisensammler, gut, die betrifft das ja sowieso nicht. So, ihr könnt das mal wieder los. Den muss ich auch zum Holz schicken. Und du kannst auch wieder los. Der hier zum Beispiel wäre noch einer, weil du sammelst jetzt auch nicht so extrem viel. Du warst ja auch eher eigentlich dafür gedacht, mal ein Eisensammler zu werden. Aber gut. Werden wir sehen, ist heute noch nicht Thema. Bei den beiden, die sammeln halt auch, ja, besser als manche andere. Dann müssen wir einfach mal gucken. Das suchen wir uns dann raus, wenn es soweit ist. Jetzt wollen wir ja erstmal noch dicken Büffi aufs nächste Level kriegen. Dann steht noch an, dass wir die beiden hier noch füttern, damit die auf dem höchsten Level sind. Und dann passt das. Haben wir hier schon reingeschaut? Ja, ganz genau. Hier hat man aber nichts. Hier war auch nichts. Wunderbar. Dann fangen wir mit den Legendären an, dass wir die jetzt einmal wieder losschicken. Erstmal hier den Immerflügler, der Kollege nicht. Hier haben wir den grünen Tod. Der kann natürlich auch einmal wieder los. Let's go. Da brauchen wir gar nicht erst wegswipen. Da können wir gleich zum Muffel gehen. Schicken wir dich auch wieder los. Wunderbar. So, ein bisschen rausgehen. Gut, die Kollegen hier sind alle soweit erstmal ready. So, ihr müsst ins Training. Da müssen wir dann gleich mal schauen. Ja, Sturmpfeil können wir jetzt nicht füttern, da reicht es leider wieder nicht. Aber naja, gut, so ist das halt manchmal. Wir können jetzt erstmal den großen Überwilden losschicken. Damit haben wir hier jetzt erstmal alle Legendären los. Dann können wir hier einmal einsammeln, kriegen hier nochmal ein Gratis-Paket. Wunderbar, nehmen wir das auch einmal mit. Kriegen hier erstmal wieder 9 Odinsmarken. Und dann haben wir auch nochmal Sturmschneid, Raufschnitt, Qualmbrachen, junges Rumpelhorn. Und nochmal ein bisschen Holz, Runen, Fisch. Und hier auch nochmal einen Hackadu. Den brauchen wir aber nicht, den können wir freilassen, also Abfahrt. Wunderbar. So, dann können wir hier nochmal einsammeln. Sehr schön, die sind alle unterwegs. Dann haben wir jetzt hier noch unsere drei Reisedrachen. Da können wir natürlich auch erstmal wieder weiterschicken. Erstmal bei Sturmpfeil haben wir einen Gratnader drin. Du kannst wieder los, Raff und Taff und gratis. Dann haben wir hier einmal Hakenzahn. Bei dir haben wir jetzt auch einmal Bernstein drin, okay. Du gehst auch wieder los, auch wieder gratis, let's go. Und zu guter Letzt haben wir noch Fleischklops und du kannst auch wieder los. Sehr schön. So, wie sieht es bei dir aus? Du bist in 30 Sekunden wieder da. Also können wir erstmal noch das Gratis-Paket hier öffnen. Let's go. Und wir kriegen hier erstmal wieder 9 Odinsmarken. Kommen dann mit dem nächsten Gratis-Paket auch gleich noch über die 290 Odinsmarken wieder.
Und dann passt das. Hier haben wir noch ein bisschen Runen, Holz und Fisch. Und einen Taifumarang, den brauchen wir aber nicht. Das heißt, dich können wir wieder einmal freilassen. Let's go. Dann öffnen wir hier direkt das nächste Gratis-Paket. Let's go. So, dann haben wir das nächste Gratis-Paket. Sind damit über, bei über 292 Odinsmarken, beziehungsweise, ja, genau bei 292. Nehmen wir nochmal ein paar Runen mit. Können dann hier aufs Kreuz gehen, haben jetzt einmal noch Freiwald, der Kollege kann natürlich auch wieder los. Damit sind wir bei knapp 40.000 Eisen, das reicht noch nicht ganz für die neue Insel, aber die werden wir auf jeden Fall früher oder später noch bekommen. Wir können jetzt erstmal hier alle täglichen Aufgaben einsammeln, kriegen damit auf jeden Fall noch die nächste Belohnung. Und das ist dann auch schon die letzte, damit ist die Season durch. Und damit haben wir den Haupt-Season-Pass durch und jetzt geht es nur noch in die zusätzlichen Belohnungen. Kriegen wir hier noch irgendwie was Cooles fertig? Sieht eher schlecht aus. Genau, gehen wir einmal hier rein und da sehen wir es schon. Uiuiui, da sind wir auch schon wieder durch. Let's go, können wir einmal hier auf Einsammeln gehen. Das geht in den Briefkasten und zwar, also beziehungsweise in, ja, ins Postfach. Und zwar haben wir einmal das normale Paket und das Alpha-Season-Geschenk-Paket. Das öffnen wir jetzt nicht. Wir öffnen jetzt das normale Season-Geschenkpaket. Und ja, hoffen natürlich immer noch auf die Statue, weil dann hätten wir eine Drachenfamilie fertig. Oder auf Glitzerbombe oder wie er heißt, also die eine Wache. Weil da wäre genau das Gleiche. Aber hier sieht es erstmal schlecht aus. Genau, wir kriegen den Grillplatz schon wieder. Den hatten wir, ich glaube, schon mehr als einmal. Aber naja, gut. Dann können wir noch reingehen, können jetzt im normalen Season-Markt uns natürlich auch noch ein Season-Geschenkpaket kaufen, wie jeden Tag. Nehmen wir das ja auch noch mit. Let's go. Auch nochmal 750 Season-Währung und da haben wir gleich nochmal die gleiche Chance, auch ich glaube knapp 1% oder so sind das. Und wir kriegen hier leider nichts, wir kriegen hier wieder ein paar Runen, nochmal ein bisschen Holz und Fisch und dann halt 150 Runen. Okidoki, passt halt noch nicht jeden Tag, aber mal schauen, wir werden das denke ich mal noch bekommen. So, dann hat man hier bei den Statuen überlegt. Genau, das braucht man nicht, das braucht man an sich eigentlich auch nicht. Ja, so eine legendäre Statue wäre mal cool, aber wäre halt nur zum Aussehen her cool und würden wir halt nicht nutzen, nicht wirklich. Und hier müsste man halt mal genauer durchgucken. Das Problem ist, dass es halt nur für Eisen, dass es halt leider keine Eisenboosts gibt, sondern immer nur Holz und Fisch. Und ich glaube, ich wäre immer noch erstmal dafür, dass wir entweder die dicke Büffi-Statue machen, also die Wandstrachen-Statue. Aber das sieht jetzt zurzeit ganz gut aus. Oder, was auch noch ist, hier haben wir sie stehen, die riesenhafte Albtraum-Statue. Weil wir sind ja immer noch auf der Suche nach Albtraum-Tyrann mit unserem Tagschatten. Ich weiß auch gar nicht, wie lange der noch unterwegs ist. Dürfte eigentlich auch nicht mehr allzu lange sein. Na, ein Tag, zwei Stunden. Ja, stimmt, es sind ja immer zwei Tage suchen. Naja, weil wenn wir großen Albtraum-Tyrann haben, der sammelt halt nochmal richtig, richtig geil. Also ich kann es euch auch kurz nochmal zeigen. Wenn wir einmal, nee, nicht bei Unzahn. Wobei, das geht auch. Hier, 26,3 Millionen Fisch die Stunde und das für 23 Stunden fast. Ist halt schon crazy viel. Und dann kommt ja noch die Statue mit nochmal knapp 70% oder so drauf. Das ist dann natürlich richtig, richtig nice, weil das dann halt richtig, richtig viel ist. Aber gut, da müssen wir erstmal hinkommen, müssen wir ihn erstmal bekommen, müssen wir jetzt erstmal Glück haben demnächst. Weil bis jetzt haben wir ihn leider noch nicht bekommen und wir haben da auf jeden Fall auch schon ganz schön viele Runen reingehauen. Weil wir haben den ja schon seit einer Weile losgeschickt, den Tagschatten. Aber gut, wir werden es sehen. Tagschatten ist schon Level 175, ohne Zahn muss noch auf Level 175, aber das werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Und dann könnten wir sogar mit beiden gleichzeitig suchen, das wäre... vielleicht auch ganz sinnvoll, müssen wir mal gucken, wenn es dann soweit ist. Wir können jetzt erstmal hier schauen, dass wir hier gewinnen. Sollte aber an sich kein Problem sein. Die erste Welle haben wir schon besiegt. In der zweiten Welle haben wir den jetzt leider ganz knapp nicht wegbekommen. Aber das ist nicht so schlimm. Wir gehen jetzt mit dem Skrill einfach auf den Sturmschneid und können dann direkt einmal die Heilung hier einsetzen. Let's go. Damit ist der Kollege weg. Dann können wir jetzt mit unserem Knochenräuber hier noch einmal normal reingehen. Skrill nochmal normal und Sturmschneid Schwäche raushauen. Damit kommen wir auch schon in die letzte Welle. Wenn die jetzt gleich auf unseren Skrill gehen, kann ich eine Frucht der Weisen raushauen, weil wir haben sowieso zu viele. Deswegen geht das gut und gerne. Aber schauen wir mal, ob die den überhaupt angreifen. Nehme ich bis jetzt noch nicht. Und du vielleicht? Nein, du auch nicht. Naja gut, dann können wir hier mit dem Skrill reingehen. Können jetzt auf die Heilung von unserem Sturmschneid gehen. Dann mit dem Knochenräuber hier noch einmal normal rein. Und dann können wir jetzt mit dem Skrill normal, Sturmschneid Schwäche, Knochenräuber normal
Oder, okay, das Grillfeld halt raus, ist nicht so schlimm. Wir haben hier an sich eigentlich trotzdem schon gewonnen. Eine letzte Attacke noch und dann ist das Ding durch. Und damit ist der Reißzahn hier besiegt und wir haben gegen diese drei Wellen gewonnen und kriegen jetzt zwei Glücksräder. So, dann drehen wir am ersten Glücksrad und hier bekommen wir einmal ein Rar-Paket. Let's go. Und dann können wir direkt am nächsten Glücksrad drehen. Hier bekommen wir auch noch einmal 962 Millionen Holz. Sehr gut. Dann gehen wir hier einmal raus, können nämlich jetzt hier noch einmal den Kollegen zum Eisen schicken. Sind damit bei über 41.000 Eisen, können dann direkt wieder in den nächsten Kampf hier gehen. Und da können wir den polierten Bernstein auf jeden Fall noch mit einpacken. Das wäre noch ganz schön. Ich denke mal, zum nächsten Gratispaket werden wir es wahrscheinlich eher nicht mehr schaffen. Aber gut, gehen wir zuallererst einmal auf den Kollegen, geben dann die Schwäche von unserem Sturmschneid, greifen mit dem Knochenräuber normal an und gehen mit dem Skrill dann auch nochmal normal rein. Damit machen wir dem schon mal ein bisschen Schaden. Es reicht noch nicht ganz aus, aber das ist ja noch nicht so schlimm. Wir kriegen den ja auf jeden Fall gleich noch weg. Erst einmal wieder so, Skrill wieder einmal normal, let's go, Knochenräuber normal. Damit ist der weg, wir sind in der nächsten Welle, hier gehen wir zuallererst einmal auf den wahnsinnigen Zipper mit der Zweierattacke, wunderbar. Geben dann jetzt die Schwäche von unserem Sturmschneid und dann schauen wir mal, wie es mit unserem Skrill gleich aussieht, weil der jetzt schon doch etwas Schaden bekommen hat, aber nicht so extrem. Gut, dann einmal so, dann Skrill hier wieder normal rein, let's go, dann können wir jetzt den gegnerischen Skrill noch wegholen, können sogar unseren hier mit einer Frucht der Weißen füttern, sehr schön. Können die ja sowieso jetzt ausgeben, weil, sorry, können die sowieso jetzt ausgeben, weil wir ja sowieso nach dem Kampf hier wahrscheinlich keinen weiteren mehr machen oder vielleicht noch einen, das mag sein, aber dann fallen ja sowieso alle Früchte der Weißen und alle Aktionspunkte Booster, welche über die 99 hinausgehen, weg und das ist sowieso egal, deswegen schauen wir mal. Wir gehen jetzt erst einmal normal rein, können dann gleich auf die Heilung von unserem Sturmschneid gehen. Also einmal so, wunderbar, Knochenräuber hier nochmal normal rein. Dann einmal mit unserem Skrill jetzt nochmal auf den Gratnader. Sehr schön. Und dann einmal Sturmschneid Schwäche und hier Knochenräuber wieder normal rein. Können jetzt mit unserem Skrill nochmal normal reingehen, mit unserem Sturm nicht, nevermind, nichts mit Schwäche jetzt. Aber ist ja nicht so schlimm. Dann geben wir jetzt einfach mal random nochmal eine Frucht der Weißen gleich aus, wenn ich nochmal irgendwann auch drankomme vielleicht. Ja, hier so. Damit haben wir nämlich jetzt noch eine Season-Aufgabe fertig. An sich war die Frucht der Weißen jetzt sinnlos. Aber da wir, ich weiß nicht, haben wir in den anderen Spielen auch schon reingeschaut oder nicht? Weil wenn nicht, kriegen wir nochmal sowieso einen und dann ist das ja eh egal. So, dann drehen wir am ersten Glücksrad und hier bekommen wir einmal ein Rekrutenpaket. Sehr schön. Dann drehen wir am nächsten Glücksrad. Hier kriegen wir dann nochmal 962 Millionen Holz. Wunderbar, dann können wir hier jetzt noch einmal den polierten Bernstein mitnehmen. So, let's go. So, dann gehen wir einmal aufs Kreuz, können jetzt hier noch einmal kurz... Ah ne, können wir leider nicht losschicken, es passt nicht. Ganz, ganz knapp reicht es nicht aus, aber gut, so ist das eben manchmal. Schicken wir Freiwald wieder los, damit der uns nochmal ein bisschen Eisen sammelt. Das Eisen reicht jetzt leider noch nicht aus für hinten, für die letzte Insel. Da fehlen uns noch 6.500 ungefähr. Aber gut, das wird schon noch früher oder später werden. Müssen wir mal schauen. Wir können jetzt erstmal, oder haben jetzt erstmal das Markenpaket angesammelt. Jetzt haben wir noch das Rar-Paket. Das können wir natürlich auch einmal mitnehmen. Haben wir nochmal ein bisschen Fisch, Holz, Fisch und einen leuchtenden Fluch. Dann müssen wir jetzt mal schauen. Es könnte sein, wenn wir jetzt den ganzen Fisch einsammeln, den unsere Sammler gerade schon gesammelt haben in der Zeit, dass wir dann dicken Büffi nochmal füttern können. Ah, den hat man gerade schon eingesammelt. Mist. Nee, hier wollte ich nicht rein. Wissen, macht das jemand von euch? Könnt ihr mal reinschreiben, weil ich meine 200.000 Runen. Wäre jetzt nicht schlecht, aber muss man halt ganz schön viel von den anderen Spielen spielen. Ja, es reicht gerade so nicht, ne? 3 Millionen, bisschen mehr als 3 Millionen ist halt ein bisschen mies, aber okay. Dann haben wir hier einmal die Aufgabe fertig, kriegen damit nochmal 200 Punkte für diese Season. Sehr schön. Sind damit schon knapp vor der ersten zusätzlichen Belohnung. Schauen wir mal, wie das dann wird. Dann haben wir auch nochmal ein bisschen Bernstein jetzt. Damit können wir auf jeden Fall nochmal hier Ered wieder losschicken. Let's go, da tauscht Hauptsache einmal erstmal. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz in Ordnung. Jetzt haben wir auch schon die 30 Millionen voll. Reicht es aus? Ja, das reicht aus. Und damit sind wir bei fast wirklich null.
Und jetzt muss der dicke Büffi nur noch ein einziges Mal gefüttert werden. Das kriegen wir dann im nächsten Video höchstwahrscheinlich hin. Kotz und Wirk werden im nächsten Video noch nicht wieder da sein. Ja, und dann würde ich sagen, wäre es das an der Stelle erstmal wieder mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch natürlich ganz viel Spaß und ciao, ciao, Leute.